Wahrscheinlich hätte ich das Rote nehmen sollen. Mir egal. I don't care. Ich wüsste aber auch gar nicht, wie ich hier mit dem Roten... Ich kann ja hier gar nicht überleben. Ich kann ja hier nur mit dem Blauen lang. Aha, hier kann ich kein Yoshi mehr mitnehmen. Oh, hier werde ich auch noch klein. Was? Hier verliere ich auch noch meinen Pilz. Ich muss das aktivieren. Oh Gott, okay. Und hier kann ich gar nicht stehen. Was ist das denn für ein Quatsch? Na gut, er geht sicher, dass ich hier beim Boss nichts machen kann. Na gut. Baba, baba. Was? Ach so, jetzt muss ich die Yoshis gegen den Geist schießen, ja? Okay. Okay, nächstes Schloss. Ich habe keine Ahnung, wo wir da rauskommen, aber wir werden sehen. Ach, das ist unter Wasser, okay. Du, 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 Mist. Mist. Hallo, Trevi. Ich habe vorhin schon gefragt, ob wir Isaac spielen sollen. Bisher ist die Mehrheit hier gegen Isaac. Ich wäre schon für Isaac. Kommt halt drauf an, wie es aussieht. Also theoretisch ja, aber wenn jetzt, sagen wir mal, nur wir zwei dafür wären, dann eher nicht. Nies. Weil es Lama ist. Ja, Jan mag es nicht. Kommt halt drauf an, wie gesagt, was die Leute so sehen wollen. Die meisten wollten jetzt lieber eher bei VIP 4 bleiben. Aber wie gesagt, ich würde durchaus schon... ich hätte nichts dagegen, wenn wir zu Isaac irgendwann wechseln. Wäre etwas abwechslungsreich, auch wenn ich natürlich erstmal sterben würde. Und auch wahrscheinlich nur sterben würde. Ah, die ganze Zeit SMW spielen ist auch nicht so ganz das Wahre. Kann ich den irgendwie killen? Nee, nicht, natürlich nicht. Ach, komm schon. Geh doch weg. Niemand will mit dir spielen. Oh, na toll. Oh, na toll. Nein. Die zweite Staffel wecken kann das. Ups. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie eigentlich deine Klausur gelaufen ist, aber das war ja Dark, der geschrieben hat. Ach, Mist. Ja, ich denke, vielleicht machen wir zum Schluss dann noch... Ich bin gerade wirklich ein bisschen... Wir haben jetzt ja ganz schön viele SMW schon gespielt. Ich würde aber gerne schon noch ein bisschen hier diese... Vor allem diese Reihe hier würde ich gerne noch zu Ende spielen. Also nicht die VIP-Reihe, sondern... diese Wegreihe, die wir da jetzt aufgemacht haben. Und den grünen Switch würde ich mir gerne noch holen, wo ihr geschrieben habt, dass der Twiki versteckt ist. Das wäre schön, wenn ihr mir das sagen könntet, wo ich hin muss. Ich weiß das doch nicht. Ich finde doch nichts. Ich bin doch schlecht. Okay. Nein. Ich habe auch keine Lust hier zu warten, bis die Viecher hier weg sind. Geh weg. Mach auf. Danke. No, nicht schon wieder mehr von denen. Geht alle weg. Ich will nicht mit euch spielen. Geh weg. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich habe ihn aufgescreent. Ja, sehr schön.
Vortex ist auch super. Ich habe nichts gegen Dragon Hunters. Habe ich irgendwas Negatives gesagt? Von Highschool DxD habe ich bisher nur einen Trailer auf Pro7 Max gesehen, weil da läuft das ja immer. Mittwochs nachts. Also jetzt gleich dann später nachher. Läuft das wieder? Oh, okay. Na gut, das sieht ja relativ easy aus. Ach. Ich darf mich nur nicht zu weit. Hör, was? Ach so, die haben geschossen. Der hat geschossen, das war der Hit. So, einer noch. Und tschüss. Gut. Und das nächste Schloss. Und dann sind wir beim Fragezeichen-Schloss. Ja, Pro7 Max zeigt Highschool DxD und danach noch ein paar, also drei Animes zeigen sie in der Nacht. Ich weiß jetzt gerade nicht welche, aber ich weiß, dass Highschool DxD dabei ist. Es scheint auf jeden Fall ein Ecchi-Anime zu sein, ja. Oder Ecchi. So viel, wie ich schon mal davon gesehen habe. Wie gesagt, der Trailer. Ups. 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 Nein. Nein. Das ist irgendwie nicht so günstig hier. Gerade. Irgendwie nicht. Ah, okay. Ah. Ich hieß den Giraffentyp. Nein, das meinte ich nicht. Aber man schreibt es mit H, glaube ich, Edgy, deswegen. Aber ja. Also E-C-C-H-I, irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh Gott, schon was hier. Natürlich. Warum auch nicht? Das wird nicht gut gehen. Really? Ach so, natürlich. Ich bin doch auch blöd. Das war richtig so vorhin. Ups. Das war ja alles richtig so. Jetzt der Säge hinterher. Ah, jetzt ist die Säge da und ich komme nicht hinterher so schnell.
Oh, wie doof. Ich muss irgendwie vor der Säge da los. Naja, oder ich muss es nochmal neu timen. Ach, scheiße. Ja, hervorragend. Ach, Edgy mit T. Oh, okay. Hä, schreibt man das nicht mit CCH? Ich bin verwirrt. Ich dachte, ich wüsste, wie man das schreibt. Anscheinend nicht. Ih, was ist das denn? Ach so. Komme ich da nicht auch so rüber? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch, eigentlich schon. Ich meine, ich könnte auch warten, aber theoretisch sollte der Sprung drin sein. Ach, ich warte. Das war dezent einfacher. Tür. Schon wieder irgendein Boss? Okay. Oder kein Boss, sondern nach oben schwimmen. Okay. Das ist bisher sehr einfach. Zu einfach. Was? Okay. Ja, jetzt wenn du da drüben dich materialisierst, dann... Ja, super. Ach, du kannst mich doch mal. Und tschüss. Na gut. Zu einfach und dann kommt das, ja. Ja genau, so wie Jans geschrieben hat, Edgy, hätte ich eigentlich auch so gedacht. So. Ja, gib mir zwei Pilze und... Was? Da hatte einer Bock, mir Pilze zu geben. Oh, ich... Oh, really? Nein! Was? Ich lauf doch schon wie ein Blöder. Ich kann aber auch warten. Was? Auch nicht so eine Scheiße. Was? Okay, Slow-Mo. Bin natürlich bescheuert. Das kann ich nur oben rum, oder? Ja. Na gut, nehmen wir es erstmal wieder raus. Ach du Scheiße. Was? Okay. Wow, es ist so wunderschön. Das Boot ist wunderschön. Also,
Puh. Ist schon, schon sehr schön, das Brot. Und so schnell. Warum ist da oben eine blaue Münze? Ich will es gar nicht wissen. Ja, du kannst mal gucken, was die anderen Serien sind. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich meine, es wäre noch High School of the Dead oder so. Ach, hast du schon aufgeschrieben, siehst du. Du hast schon geguckt, ha. Und noch irgend so eine ähnliche Serie. Es ist alles so Zombie-Kram und sowas. Bitte was? Ich hoffe nicht. Ach, aber stimmt, das hätte ich am Dings sehen können. Das hätte ich am Dings sehen können, am, man sieht ja, was Secret Exit hat, ja. Hast recht, ich guck gleich nach. Also, wenn ich hier das Level habe. Was wahrscheinlich 3000 Jahre dauert, weil das ist das Fragezeichen-Schloss und das ist wahrscheinlich ewig. Und braucht 3000 Jahre, bis man es geschafft hat und keine Ahnung. Es ist doch selber nicht. Was die sich immer alles über... An, überlegen an, an viel zu langen Leveln. Schlups. Schwups. Okay. Ich weiß ja bloß, dass ProSieben Max das zeigt, weil ich das Ding davor ja geschaut habe, was da immer lief, nämlich Falling Skies. Und da ist jetzt aber die Staffel wieder durch, deswegen, ja. Ah ja, Dead Bullet, irgendwie sowas, ja. Das sieht mir nach einem Scrolling aus. Nein? Okay. Puh. Huh, oh, okay, so ein Scrolling. Ne, pff. Die Yoshi-Coins könnt ihr behalten da oben. Freunde. Nein. Alter. Ja, tschüss. Nimm den Kollegen mal. Oh, was? Okay, ich brauche einen P-Switch. Wo geht's denn P-Switch her? Hier nicht. Hä? Oder brauche ich doch keinen P-Switch? Ich bin einfach nur doof. Vielleicht erstmal nach hinten gucken. Vielleicht ist da ja auch eine Tür und ich weiß es nur noch nicht. Ach so! Ja. So geht's natürlich auch. Ach, das geht nach unten, ja? Kann ich das da nicht alles skippen hier so ein bisschen? So, da so ein bisschen und hier so ein bisschen. Oh, da unten ist tatsächlich Ende. Hm. Nee, aber da kann ich nirgendwo mehr anhalten. Nee, ich muss das machen. Schade. Na gut. Blam, 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 blam. Was ist hier eigentlich? Ach, da kann ich warten. Nee, da muss ich warten. Sag mal. Bleib doch einfach stehen. So. Aus. Schluss. Aus. Böse. Ganz, ganz böse hier. Macht man nicht. Na toll.
Jetzt ist der Pilz auch wieder weg. Entschuldigung, oh Gott, was war das denn? Puh. So, und... Ah, hier kann ich immer noch nicht skippen. Ja, das ist jetzt spannend. Das, ja, das, okay. Dankeschön. Was kommt denn hier noch alles? Na gut, das war ja gerade mit Waypoint. Da wird wohl noch ein bisschen was kommen. Geh weg. Das ist auch ein sehr spannender Gang. Aua. Ach. Gefickt. Geht doch alle weg. Nein. Ach, Mann. Geh weg. So, tschüss. Pilz, Pilz, nein. Per PN. Sehr gut. Was? Moment. Wenn da ein Warp ist, will ich erstmal drüber springen. Ach so. Okay. Bitte was? Das ist ein Schlosslevel. Warum bin ich jetzt plötzlich hier? Mein Gut, es ist ein Warp gewesen, der kann wirklich überall hinführen, aber dies. Gut, es ist VIP 4. Enough said. In dem Fall zählt das wirklich, es ist VIP 4 und damit ist alles gesagt. Was zum... Alter, hier kommen richtige Flugzeuge raus. Alter, lass mich in Ruhe. So viel Schnee, ja. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie das bei euch aussieht. Das sieht jetzt wahrscheinlich furchtbar aus auf Twitch. Ach du Scheiße. Ich ahne es. Ich ahne, wie es aussieht. Nicht schön. Nicht hier runter? Ich will hier runter. Ah, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, Jan, es ist halt nun mal VIP 4. Ist halt nun mal so ein typischer japanischer Hack. Das ist aber Way of the M nun mal nicht gewesen. Auch nicht durchgehend. Der hier ist ja durchgehend traurig. Der hier hat ja immer irgendwas eingebaut, was man nicht erwartet. Das macht VIP 4 ja aus und die ganze VIP-Reihe. Way of the M aber halt nicht. Ja, natürlich reicht das als Begründung aus. Oh, gib mir Feder. Gib Feder. Gib Feder, gib Feder. Danke. Nein, geh runter. Nein. Das ist nicht trollig, das ist Kunst. Das hier wird gerade irgendwie nicht funktionieren, glaube ich. Doch! Es haut sogar hin, auch wenn ich nicht weiß, wie genau das jetzt funktioniert hat, plötzlich. Zack! Okay. 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 Hua! Geh doch nicht gleich hoch. Muss doch nicht gleich in die Luft gehen, deswegen. Alles gut. Dup, 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 dup.
Na, und das mit Way of Damn ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Das kann ja jeder anders sehen nach wie... Was? Nein, kommt hoch. Kommt hoch, ihr blöden Röhren. Ach so. Danke. Was? Ich drück besser nix. Ich drück besser schon was. Aber was? Rennen und Springen war anscheinend eine ganz gute Idee. Was? Was? Boah, wie der Hintergrund auch aussieht, ey, ich erkenne nichts. Dach! Das ist halt immer eine Frage der Erwartung. Was erwarte ich bei einem Hack? Und bei Way of the M habe ich das halt absolut nicht erwartet, dass das so komisch wird. Teilweise. Es ist ja nicht komplett komisch geworden, aber halt teilweise war es dann irgendwie blöd. Warum muss ich mich eigentlich immer noch dafür rechtfertigen? Was ist denn hier jetzt? Ach, auf der Säge, um Gottes Willen. Was? Ja, nee, ist in Ordnung. Moment, habe ich einen Stern gerade aktiv? Wo kommt denn der Stern her? Was? Was? Was ist jetzt passiert? Alter. Hier habe ich noch keinen Stern. Hier habe ich den Stern. Okay. Nein. Dann muss ich jetzt wirklich auf der Säge entlang, ja? Okay. Nein. Und sobald ich das ist. Sobald ich die Notenblöcke nämlich berühre, komme ich aus dem Spinjump raus. Ich verstehe. Das ist da quasi auch das, was nicht passiert. Oh, jetzt ist der Stern weg. Warum auch immer der da war. Oh, nee, ich dachte, ich hab's geschafft. Noch nicht ganz. Okay. Und den letzten noch. Jetzt aber. Hoi. Kann ich da rein? Nein? Wirklich nicht? Na gut. Ja. Mix 1, Mix 4. Was? Yay. Oh, wahrscheinlich war das irgendeine Ansammlung an Leveln, die in andere Hacks rein sollten oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, wo kommen wir jetzt hin? Achso, jetzt sollte ich gucken, ob hier Zig und Exit war. Ach, scheiße. Och, Dani, warum? Warum hast du das gesehen? Ah. War das nicht das... Oh, das war das lange Level, ne? Nee, das war das hier? Was? Hä? Hat das so angefangen? Okay. Boah, ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Meine Güte. Wo ist denn da bitte ein Secret Exit? Jetzt muss ich den ganzen Anfang nochmal spielen. Oh Gott. Großartig! Warum, Dani? Warum hast du das gesehen? Thank you.
will nicht, dass er es hier ein Secret Exit hat. Und ich weiß auch gar nicht, wo der hinführen soll. Na gut, nach unten. Nein. Na, was war denn hier der zweite Raum? Ich versuche gerade mich zu erinnern. Um schon mal irgendwelche Möglichkeiten auszuschließen, wo der Secret Exit sein könnte. Ich weiß es nicht mehr. Großartig. Ach Gott, natürlich. Der Boss hier. Da waren doch auch Schlüssellöcher. Man kann bestimmt, wenn man nicht zum Boss geht, kann man bestimmt dann noch da was machen. Das heißt, ich muss bis zu dem Wasserpart nochmal spielen. Oh mein Gott. Das würde sogar Sinn machen, leider. Oh, dafür habe ich die Stelle jetzt mal besser gemacht als vorhin. Aber was war denn hier der Zwischenteil? Ich habe vergessen, was hier der Zwischenteil war. Wir werden es gleich sehen. Was soll das denn heißen, Jan? Immer so frech. Ach, das... Nein! War hier gerade irgendeine Münze? Waren hier gerade Münzen? Habe ich da gerade Münzen eingesammelt? Warum sind da Münzen in der Wand? Was zum... Wieso der Quatsch? Warum der Mist? Ich will nicht nochmal das Quatschzeug machen. Oh, komm schon. War das überhaupt der Level mit dem Wasser am Ende? Ich hoffe. Nicht, dass hier einfach nur eine Tür irgendwo runtergeht jetzt, wenn ich das laufen lassen würde. Das wäre mies. Das wäre echt mies. Also so richtig mies. Nicht nur so ein bisschen. Ups. Ups. Kann aber natürlich auch sein, dass hier irgendwelche Türen rumgeschoben werden. Ich habe Angst. Ich habe Angst, ich fürchte mich. Das Level wird mich verarschen, ich weiß es genau. Ich will den Sprung schaffen, das gibt's doch nicht. Der ist eigentlich doch auch nicht so schwer. Ich meine, angenommen, ich müsste ihn schaffen, müsste ich ihn ja auch hinkriegen. Oder geht er gar nicht? Ich weiß es nicht. Ich denke, er geht, aber lass man halt. So, und jetzt kommt nämlich, genau, jetzt kam nämlich der Teil. Und wenn ich hier irgendwo einen Schlüssel finden würde, links oder rechts vielleicht sogar. Nein. Aber wenn man hier irgendwo einen Schlüssel finden würde, der hier irgendwo rumliegt, da oben noch ein Schlüsselloch. Könnte das schon ein Secret Exit sein? Okay, links ist schon mal keiner. Und rechts. Ist auch keiner. Okay, dann erstmal wieder hoch. So, hier waren nämlich die Schlüssellöcher. Ach so, das führt mich einfach nur zum Ziel. Das führt einfach zu einer ganz anderen Röhre. Nee, Moment, stopp. Nee, hier. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Warum führt mich das zu demselben Boss?
Oder ist das jetzt ein anderer Exit, weil man sozusagen mehr Zeit gebraucht hat? Kann das sein? Weil man dann ja noch mehr Zeit für den Boss... Also weil es dann ja noch knapper wird. Ist das ein anderer Exit dann, wenn ich den Boss da oben nochmal mache? Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Ich hätte eigentlich schon eher erwartet, dass da jetzt eins von den Schlüssellöchern und so... Aber was weiß denn schon ich? Ja, ja, das ist der Zündisprung, das ist mir schon klar. Wieso habe ich den mitgenommen? Ich weiß es nicht. Der Schlüssel ist da, wo ich beide Münzen eingesammelt habe. Das kann ja nicht sein. Dann müsst ihr den Schlüssel durch die Tür mitnehmen. Das ist ja also eigentlich nicht möglich. Dann müsste da irgendwo eine Röhre eher auftauchen und keine Tür. Habe ich jetzt einen anderen Exit? Natürlich nicht. Ich komme ja hier durch eine Tür rein. Auch wenn ich hier durch eine Röhre rauskomme. Wenn ich halt wüsste, was da oben das Japanisch dann heißt, das wäre auch nochmal hilfreich. Die Frage ist auch hier mit einem Schlüssel nach oben. Wird er halt nochmal wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Layer Glitch, what? Warum sind ja eigentlich mehr Röhren? Aber es kann ja auch nicht sein, dass die andere Röhre woanders hinführt. Die führen ja alle zum gleichen. Dachte gerade schon, ich habe was gefunden, aber es war einfach nur der Text. In den Raum mit den grünen Blöcken, okay. Schlüssel klebrig machen, ja. Also hier taucht eigentlich nichts... Ah, ich könnte natürlich mal gucken, was passiert, wenn ich den weiter hochfahren lasse. Aber hier kann ich nichts machen. Könnte denn da jetzt noch was sein? Ans Ende, ja... Ich hab's befürchtet, aber jetzt habe ich schon zurückgespult, das heißt, ich darf nochmal durchspielen. Juhu! Wir haben den Raum noch nicht oft genug gesehen. Vielleicht lasse ich jetzt trotzdem erstmal überall so ein bisschen die Wand weiter runterfahren, um zu gucken, ob irgendwo eine Tür auftaucht. Der bisher eher nicht so aus. Oh, 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 oh. Jetzt kommt die blöde Säge da oben gerade wieder. Das schaut aber noch hin, oder? Komm schon. Ach, gibt's das denn? Kommt nicht mehr hin. So. Was passiert denn, wenn ich hier weiter hochfahre? Oh. Hä? Warum ist hier einfach nur eine Lücke? Okay, da ist eine Lücke. Ob die mir was bringt, keine Ahnung, aber da ist eine Lücke. Moment. Wenn ich bei der... Ach so, nee, da ist ja oben nix. Nee, nee, passt schon. Passt schon, alles gut. Oh, scheiße. Das war nicht so gut. Ups, das war auch nicht so gut.
Das wäre auch fast nicht gut gewesen. Na gut, lassen wir das. So, jetzt sind wir am Ende und jetzt lasse ich es vielleicht mal wirklich... Was willst du mir jetzt eigentlich zeigen, Dani? Ich bin am Ende. Ach, hier geht's noch nach oben. Warum? Warum habe ich jetzt einen P-Switch? Das ist kein Schlüssel. Ach so. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, ich hab's doch nur einmal kurz mitgenommen. Ugh. Hätte es sein können, dass ich noch in den anderen Teil des Levels komme, wo ich den P-Switch brauche. Man weiß es doch vorher nicht. Ja, also so viel zu dem Thema, das war zu einfach. Es war ja wirklich zu einfach. Ja, jetzt hier. Eieiei. So, welches ist das echte Schlüsselloch? Man erkennt die ja zum Glück. Aber ob ich die jetzt wieder erkenne, ist die andere Frage. Das hier sind auf jeden Fall alles Fake. Man erkennt das echte Schlüsselloch, weil es eins... Gut, ich nehme, man erkennt es nicht wirklich. Weil, man würde es erkennen, wenn sie untereinander stehen würden, weil es eins nach unten gesetzt ist, glaube ich. Beziehungsweise eins nach oben. Aber, ja. Was ist das denn jetzt? Aha. Was? Wip? Ach, ich habe einen Stern dann dabei. Okay. Okay. Gehen wir mit dem... Wo habe ich jetzt hier eigentlich noch andere Secret Exits ausgelassen? Nein, Gott sei Dank. Ahaha. So, wo geht's hier hin? Aha. Oh, ich verstehe. Hier baut man so Stück für Stück durch die... Oh, ich verstehe. Hier baut man Stück für Stück durch die ganzen... Durch die ganzen Star Wars-Sachen, die man macht, baut man da Stück für Stück weiter aus. Wahnsinn. Okay, ob der jetzt einen Secret Exit hatte, ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt jedenfalls in dem Level. Mhm. Nein, will ich nicht. Kannst du behalten. Ha. Verarscht. Ach Mist, ich wollte doch, dass ihr mir sagt, wo der grüne Switch ist. Jetzt habe ich das vergessen. Machen wir den grünen Switch halt nachher. Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, wo es den grünen Switch gibt, wo ich hin muss. Dann vergesse ich das auch weniger, wenn es schon mal da steht. Jetzt habe ich doch vergessen zu fragen. Ach, weil ich doof bin. Was zum... Oh, was willst du eigentlich von mir? Okay. Geh klein ins Level, also in den Switch. Ich weiß doch gar nicht, wo der Switch ist.
Oder weiß ich das? Huch! Was war das denn jetzt? Bin ich jetzt doof? Weiß ich, wo der Switch ist? Ich dachte, ich habe den Switch noch nicht mal gefunden. Ups. Nein. Nein. Oder meinst du damit das kleine Level im Wald, wo ich die ganzen Power-Ups bekommen habe? Dass ich da klein reingehen soll. Nein. Ach komm. Na super. Nein. Hallo Patrick. Ups. Na toll. Na toll. Nein. Okay. Oh Gott. Plonk, plonk, plonk. Oder auch nicht. Plonk, 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 plonk. Arsch bei mir alleine. So. Nö, außer Chaske 2 und dem Hacker sind nichts verpasst. Nein, 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 nein. Ich habe noch keinen Isaac One gemacht. Noch keine Challenge. Okay. So, wo landen wir jetzt? New World Record, natürlich. Aha, noch eine Star World. Wow, okay, ich kann den Mond nicht nehmen. Holy shit. Okay, ich darf den Mond nicht nehmen. Ist in Ordnung. Kein Problem. Wir nehmen den Mond nicht. Okay, und jetzt bin ich nämlich hier. Und der Weg ist jetzt nur deswegen offen, weil wir schon die erste Star World gemacht haben. Yes, German. Hello, it's Domtho. 21. Aha. Und hier kann ich noch nichts machen, weil ich die Star World in der 5- und 6er Welt noch nicht gefunden habe. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal uns klein machen. Ach, hier fehlt auch noch Secret Exit, natürlich. Ups. Haben wir das einfach das letzte Mal nicht geholt oder sind wir einfach doof? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beides. So, ich soll klein hier rein. Und jetzt? Hat er eine andere Farbe bekommen? War der vorhin auch schon zu grün? Ne, der war schon so. Oh, Dani. Das weiß doch jetzt wieder keiner, was das bedeuten soll. Wow! Okay. Da war dann so eine Mini-Röhre. Ja, sehr. Hä? Ach so, Yoshi. Ach, ohne Yoshi geht das nicht. Ja, aber ich muss doch hier irgendwie. Was? Ich komme da nur klar. Ach so.
Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ich will da unten als erstes eine Feder haben. Glaube ich. Ups. Ach, ich muss jetzt... Wie mache ich mich denn jetzt klein? Blume durchlupen lassen. Runterfallen lassen wollte ich das Zeug tatsächlich, aber ich muss ja irgendwie klein wieder werden. Wie werde ich denn da oben klein? Mit Yoshi kann ich da nicht durch. Ich müsste quasi in das Level rein, während ich klein bin und eine Feder oben habe, oder was? Dann könnte ich das hier aktivieren, das ist wahrscheinlich ein... Ne, hier ist wahrscheinlich ein P-Switch drin. Jetzt. Beim rechten nach unten. Nee, hier ist nur der eine an der Seite. Sag mal, wie werde ich denn jetzt hier wieder klein, wenn ich das Zeug hier eingesammelt habe? Ach! Natürlich. Ist jetzt zwar kein Insta-Death, aber Zeit ablaufen ist ja genau dasselbe. So. Hier ist jetzt ein P-Switch drin. Mit dem kann ich mich auch, mit der Shell kann ich mich wieder klein machen. Jetzt müssen wir eine Blume nach unten bekommen. Und jetzt kann ich mich ja oben klein machen. Das war der falsche. Und jetzt muss ich mich auch wieder irgendwie klein machen. Oh Gott. Ja, so nicht. So. So. Lauf nicht aus dem Bild. Wenn ich den P-Switch noch hätte. Es läuft einfach aus dem Bild. Was ist das denn jetzt? Ich bräuchte irgendwas zum Hinsetzen. P-Switch duplizieren.
Pieces duplizieren wäre sogar eine gute Idee, aber das ist niemals so gedacht. Ja, Pieces duplizieren wäre genau die richtige Idee, aber das ist niemals so gedacht. Was? Boah, wie ist das denn jetzt wieder hier? Was wollen die denn von mir? Und wie kriege ich ihn dupliziert? Ich muss ja die andere Frage. Ich müsste dann da unten klein wieder raus. Nachdem ich mit der Blume... Kann ich die noch stoppen nachträglich? Huch! Kann ich die noch stoppen nachträglich? Nachdem ich getroffen wurde? Nicht wirklich, oder? Ich spule weiter zurück, löst das Yoshi aus. Aber was nützt mir das, wenn ich das auslöse? Den Switch vorher duplizieren, das würde natürlich gehen. Ja, ja, stimmt, ich kann ihn ab der Stelle kann ich ihn duplizieren. Aber das ist niemals so gedacht. Was? Wenn ich den Switch hier nach oben nehme, dann könnte ich das mit der Shell quasi auch machen. Das ist ja sehr interessant. Aber es müsste halt trotzdem... Das muss halt alles zeitgleich passieren. Okay. Und wie es wirklich gedacht ist, würde mich immer noch interessieren, weil duplizieren mit Yoshi? Glaube ich nicht. Aber wenn es funktioniert, soll es mir recht sein. Ach komm schon. Jetzt hast du es, aha. Ich nicht, aber ich mach's jetzt so. Ach Mann. Jetzt kannst du die Shell immer behalten. Stimmt! Pff. Richtig. Richtig, ich kann die Shell immer behalten, aber... Ja, Moment. Warum wollte ich die nochmal behalten? Was hatte ich denn mit der Shell vor? Warum wollte ich die denn behalten? Ach, jetzt hör doch auf, den immer wieder zu drücken. Das wird knapp. Okay. Whatever. Whatever. So. Das war irgendwie strange.
Das war gerade irgendwie strange. Was? Grüne Shell? Really? Ja, VIP. Schön, dass der Hack VIP heißt, das weiß ich auch. Sag mir lieber, wo die grüne Shell... Ach, da drüben bestimmt. Bestimmt da drin. Oder hier drin. Wahrscheinlich hier drin. Na komm, gib mir die grüne Shell. Das ist keine grüne Shell. Das ist auch keine grüne Shell. Hier drin. Nein. Okay, wir suchen eine grüne Shell. Ich verstehe. Ah. Das war ja einfach. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. So. Schon besser. So. Geh weg. Na, natürlich. Natürlich. Nein, nicht mal. Okay. Wow, okay. No Vorspulerino. Vier! Oh, und noch einen hinterhergesetzt. So, haben wir das auch geklärt. Bams. Okay, das hier ist Stage 4, Welt 4 gewesen. Hier fehlt uns noch der Secret Exit in diesem Level. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Level hier erinnern. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir müssen das Level wahrscheinlich einfach nochmal neu spielen, weil ich kann mich null erinnern. Warum wir den nicht gefunden haben damals. Mal an, wir sollen Yoshi behalten. Mhm. Hier will ich nicht runter. Okay. Nein. Ich nehme immer noch an, wir sollen Yoshi behalten. Danke. Was ist das denn? Okay. Oh, 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 oh. Gif. Gibe Flieg. Gibe Flugkraft. Aha. Na gut, das wäre aber nur für eine Yoshi-Coin gewesen. Midway Point. Da ist noch ein Yoshi. Okay. Gab es nicht auch noch irgend so ein Level, wo man alle Switches gebraucht hat? Ach ja. Da habe ich ja auch gesagt, da weiß ich noch nicht, wo das Secret Exit ist. Das müssen wir auch noch machen gleich dann. Jetzt haben wir ihn ja, Gott sei Dank. Da ist ein P-Switch. Das ist ewig her, Jan. Mindestens eine Woche. Huch. Mindestens. Wo drücke ich den denn mal am besten? Was? Ach so, ja, natürlich. Was für eine Überraschung, dass da Münzen rauskommen. Oh, warte, ich kann Yoshi mitnehmen. Und vermutlich soll ich das auch. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ist jetzt hier irgendwas aufgetaucht? Eine Tür oder sowas? Was? Warum sind da grüne Blöcke?
Ja, wir gehen mal in die Richtung weiter. Ach! Hier ist der P-Switch gleich aktiv, okay. Ups. Na super. Nochmal. Ah. Was? Was? Ah, warum macht das? Warum A? Das war der normale Exit. Hm. Aber warum steht da A? Was heißt das? Was will mir das Level sagen? Will ich den ganzen Weg hier jetzt mit irgendeiner Dings zurücklegen anscheinend? Wenn ja, wie komme ich da wieder hoch? Hä, das Ding fährt hier los. Was? Ach so, das würde von hier runterfallen. Das ist dann doch das, was ich hier will. Irgendwie. So ein bisschen zumindest. Okay, gib mal die Shell her. Ups. Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Super. Ach, ich will Yoshi wieder reinholen hier. Moment, ich will den Pi... Ich will aber den Pi... Ich erkenne schon, was hier Sache ist. Ich erkenne schon, was hier Sache ist. Ich will den P-Switch hier behalten und ich will hier aufmachen. Na gut. Dann kann ich nämlich, ups, den will ich noch nicht kaputt machen. Dann kann ich nämlich mit Yoshi. Ich will den noch nicht kaputt machen. Ich. Sag mal. Grrr. Blub, 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 blub. Nein, ich will den nicht kaputt machen. Mann. So. Und jetzt kann ich nämlich den P-Switch hier wieder mitnehmen. Warum auch immer, aber ich kann ihn wieder mitnehmen. Und jetzt kann ich Yoshi... Na super. Jetzt kann ich Yoshi hier platzieren. Hier komme ich nämlich gleich mit der anderen Plattform vorbei. Und dann kann Yoshi hier auch wieder aufsteigen. Flumps. Na super. Plonk. Ah, und die haut es deswegen runter, weil die Pflanze das kaputt gegessen hat. Nein, ich will da wieder aufsteigen. Nein, zurück. Nein, ich will die nicht drücken. Glaube ich zumindest. Nee, ich will den da noch nicht drücken.
Ich will nur aufsetzen. Ach, Mann. Ist doch nicht. Sag mal. Arschen kann ich mich alleine. Jetzt kommt das Ding nicht mit hinterher. So, fahr los. Komm. Natürlich nicht. Och, jetzt ist sie auch weg. Jetzt fährt die gleich hier rüber. Du willst mich doch verarschen. Unglaublich. Machen wir nochmal die Zeit zurück, dass wir hier ein bisschen weniger Stress haben. So. Jetzt kommt sie hier hin und jetzt haben wir genug Zeit dafür. Jetzt ist sie wieder weg. Danke. Mehr will ich doch gar nicht. Ja, 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 ja. Hier irgendwas Interessantes? Nein, da oben ist noch nicht offen. Nicht gut. Das ist nicht so gut. Da hätte ich erst aufmachen müssen. Weil das hier bringt halt gar nichts. Aber was soll das hier auch bringen? Ich weiß auch noch nicht, wohin das führen soll. Selbst wenn ich da irgendwie jetzt durchkäme. Ich weiß absolut nicht, was ich damit anfangen soll. Scheiße. Ist das vielleicht doch hier noch nur der Normal Exit, was ich hier gerade probiere? Ist der Secret Exit ganz woanders vielleicht? Vielleicht, vielleicht, vielleicht? Man weiß es nicht so genau. Was ist denn in der Richtung so ein bisschen los? Ach, wenn ich das jetzt wüsste. Nein, ach. Das denn? Nein! Oh, ich könnte mit Yoshi sogar da drüben warten. Wow. Jetzt aber. So, keine Ahnung, was das bringt. Es bringt halt nichts. Gott, den Secret Exit. Entschuldigung. Ich muss gerade mal Antivir killen. Scheiße, wo ist denn jetzt der Secret Exit? Das ist doch scheiße. Ah, das ist doch scheiße. Ja, 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 ja. Ach, hier komme ich gar nicht zurück. Über den Exit, ohne ihn auszulösen. Eigentlich nur drunter durch, oder?
Ja, Jan, wenn man das Original kennt, ist die Synchro die andere immer kacke. Das ist nichts Neues. Also meistens, nicht immer. Ich sollte nicht immer sagen, wenn es nicht immer ist, aber meistens. Ja, aber was will ich jetzt hier? Was will ich hier machen? Und warum steht da ein A? Fragen über Fragen. Aber das ist alles so offensichtlich, dass man hier wirklich mit Yoshi durch soll und da auch und da drüben auch und dass man hier erst den Weg aufmacht sozusagen für Yoshi, dass es damit durch kann. Und dann bringt es am Ende gar nichts. Warum? Was will ich? Was soll ich hier tun? Ja, oberhalb des Screens. Hm. Das wäre halt die einzige Idee, die ich auch hätte. Jetzt wird es zeitlich ein wenig knapp. Oh, zum Glück geht er gleich hier hin. Haut das überhaupt noch hin? Ja, ich probiere es mit Yoshi. Das ist wahrscheinlich auch das A. Das A steht wahrscheinlich für das Abspringen vom Yoshi. Also nicht wegen Abspringen A, sondern weil das ja auch die Taste ist. Oh, ich habe ihn gegessen. Hm. Aber warum will ich auch den P-Switch? Was will ich mit dem P-Switch? Der P-Switch hilft mir ja eigentlich nur, wenn ich, oh Gott. Scheiße. Oh. Oh. Sehr gut. Sehr gut, danke. Uhuhu, wow. Wow, wow, wow. Gut, nächstes Star Road. Das war nicht das, was ich wollte. Das auch nicht so wirklich. Oh Gott. Hi. Okay, hier kann ich stehen. Es ist rutschig, natürlich. Ja, ich habe Yoshi zurückgelassen. Das war an Betracht der Zeit leider nicht mehr drin. Außerdem ist es viel besser, ihn dort zurückzulassen, als ihn irgendwo hinunterzustoßen. Das wäre nämlich als nächstes passiert. Hier nämlich. Huch. Oh Gott, nein, bitte nicht. Nein. Nein, tu es nicht. Oh Gott. Mist. Boah, wie man halt überhaupt nicht weiß. Also man weiß schon, weil er aktiviert wird, aber man kann sich halt nicht am Rhythmus. Man kann sich keinen Rhythmus einprägen. Jetzt schon. Jetzt nicht mehr. Ja, pff. Ja, ist schon recht. Mist. Alter. So. Nein! Oh, okay. Das nehme ich. So, das war der. Jetzt müssen wir den in Welt 6 suchen. Oh, scheiße. Ach nee, den haben wir einfach noch nicht gemacht. Wir haben ihn schon gefunden.
Na, Yoshi kann sich da selbst ernähren, keine Sorge. Was? Okay, ich muss die Plattform da oben besuchen, bedingsen, ja? Okay. Behalten. Das wollte ich sagen. Pff. Gut. Ich hab Tsubasa. Was? Also wenn dann mit TS, aber wie kommst du jetzt auf den Fußball-Anime? Naja, wenn er das nicht kann, hat er ein Problem. Schwups. Dup, 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 dup. Oh, das ist spannend. Ja. Danke dafür. Ach, das Bild, okay. Gleich erinnert mich dran, falls ich es vergesse. Zum Glück haben wir den blauen Switch aktiviert. Großartig. Oh, geh weg da oben. Kann mal jemand die da unten irgendwie einsperren, dass die sich da einfach... Mist. Dass die da einfach bleiben und weggeglitscht werden nach unten oder so? Hätte ich nichts dagegen. Komm, bleibt schön hier unten, während das hier runter geht und dann ist alles gut, ja? Könnt ihr das mal bitte? Nein? Hm. Huch! Dafür mache ich es dann. Ist in Ordnung. Ich habe das nur mal kurz vorgemacht. Das hier sollt ihr machen. Oh Gott, ich muss da hoch. Iiii. Das ist eklig. Nicht gut. Ich bin etwas ungünstig gerade zeitlich. Okay. Oh, der ist jetzt aber eingesperrt. Bleibt er da jetzt oder wird er da jetzt befreit? Ach, Mist. Arsch. Warum lebst du? Warum überlebst du das? Was soll das? Voll frech. Kann ja wohl nicht angehen hier. Das kann ja wohl nicht angehen. Bum 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 Ups. Nein. Nein. Oh. 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 Na, geh doch durch die Röhre. Noch. Dann lass dich halt das treffen, bevor du durch die Röhre gehst. Komm, gib mir Ziel. Danke. So. Dann haben wir die zwei jetzt auch gemacht. Dann können wir da jetzt theoretisch weiter. Uns fehlt dieser Secret Exit hier immer noch. Ich habe aber, wie gesagt, keine Ahnung, wie der geht und wo der ist. Ich weiß das auch jetzt nicht, oder? Oder weiß ich es jetzt nicht? Ich glaube nicht. Lassen wir den einfach. Ich sehe auch nicht, wo der großartig hinführen soll, außer hier hin, deswegen. Der ist ziemlich nutzlos. So, aber... Ach ja, Bild, danke. Das... das wollte ich nicht anklicken. Das sieht jetzt natürlich wieder keiner. Der Rasen sah immer sehr interessant aus. Und es war noch immer gefühlt... Oh, habe ich jetzt den Chat verschoben? Ich habe den Chat verschoben. Habe ich den Chat verschoben? Nee, habe ich nicht. Okay. Es waren gefühlt immer drei Fußballfelder, über die sie gelaufen sind. Sagt mal, welches Level war das denn mit dem grünen Switch, wo ich den Secret Exit noch nicht gefunden hatte? War das das hier? Nein. Wo quasi am Anfang alle Switches waren. War das das hier?
das hier war's. Da gucken wir uns jetzt noch den grünen Weg an und dann lassen wir's. Ups. Ups. Das sind jetzt nicht allgemein Mädchen-Animes, ich mag einfach allgemein Animes, die halt. Das hat jetzt, kann man jetzt nicht auf den Typ eigentlich beziehen. Das sind alle möglichen. Kann der mal hier weggehen, der Maul? Danke. Aha. Ach, hier ist der Yoshi natürlich, der obligatorische Yoshi, den man hier kriegt. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier wenigstens, ob wenigstens der Weg dann mal zum Secret Exit führt. Bei den anderen war es ja alles immer so, dass irgendwas gefehlt hat, um den Secret Exit zu machen in dem Level. Deswegen bin ich jetzt mal echt gespannt. Ja, also die Pretty Cure habe ich jetzt überhaupt nicht geguckt. Was hast du noch gerade aufgezählt? Wedding Peach. Wedding Peach habe ich einen Teil gesehen, nicht komplett. Das Einzige, was ich von Wedding Peach noch wirklich in Erinnerung habe, ist die, das Opening. Die beiden, die kann ich noch auswendig. ansonsten... Flieg! Ansonsten... Ach, hat gar nichts gebracht. Ansonsten... Kamikaze... Achso, Shandy Kamikaze-Diebin. Davon habe ich auch ein bisschen was gesehen, das stimmt. Da kann ich mich auch noch ein bisschen dran erinnern. Aber habe ich auch nicht komplett geguckt, glaube ich. Nur so ein Teil. Was hast du noch aufgezählt? Ich glaube, das waren sie, oder? Ja. Ach, Cat-Eye. Cat-Eye sagt mir jetzt gar nichts. Oder sind jetzt diese Katzenaugen? Die drei, das ist der etwas ältere Anime. Dann würde ich sie wieder kennen. Uah. Flop. Nein, nicht da oben rein. Ansonsten sind es, glaube ich, dann doch eher die Shonen-Animes, die ich schaue, oder? Mein Conan, One Piece, Naruto, das ist alles so Shonen-Zeug. Ups. Ups. Hier ist ein P-Switch. Den wollte ich eigentlich jetzt nicht drücken. Ich wollte auch eigentlich nicht das Springboard da reinlegen. Ich... Yoshi, du bist gerade hier etwas... gut, wir gucken erstmal, was hier noch so kommt. Ach so. Da ist wie immer ein Schlüsselloch und der Schlüssel fehlt. Was? Oh, ich will doch nur absteigen. Lass mich doch mal absteigen, danke. Ich kann den Block nicht... Doch, jetzt kann ich den Block nehmen. Das ist eine normale Röhre. Nee, das führt mich zum Anfang zurück. Okay. Wofür habe ich jetzt das Springboard? Ach so, das... Oh, okay. Ist hier ein grauer. Das Springboard hätte ich dann theoretisch vielleicht für den... Ah, okay. Das Springboard hätte ich dann wahrscheinlich theoretisch für den Yoshi am Anfang, um das nochmal, um den nochmal zu holen. Die Frage ist jetzt halt auch, man weiß es halt nicht, ist das jetzt hier der Exit, wo man den Secret machen kann oder nicht? Das weiß man halt auch noch nicht. Denn es könnte ja genauso sein, dass das auch der falsche ist. Also falls es so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich weiß ja gar nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das kann ja alles Mögliche sein. Hä? Ah, okay. Ich muss jetzt erstmal hier alles noch ablaufen. Aber hier ist dann bloß... Da ist gar nichts mehr, okay. Würdest du bitte die Blöcke? Danke. Okay,
Okay, da ist noch ein Block, den wir anschauen müssen. Und jetzt sind wir am Anfang, ne? So langsam. Na. Renn doch. Danke. Noch ein Pi... Ja, hier sind wir am Anfang. Scheiße. Warum so viele P-Switches? Was will ich damit? Was sollen die mir denn jetzt hier nutzen? Also die Secret Exits in dem Hex sind durchaus interessant. Ich habe es noch nicht geblickt. Falls jemand von euch weiß, wo ich hin muss, haut raus. Ach so, hier komme ich ja nur wieder hier zurück. Das haut ja eh nicht hin. Da sind wir wieder am Anfang. Okay, ja gut, der eine Piece-Switch wäre für das Springboard gewesen. Aber das Springboard brauche ich im Moment, wie es aussieht, eigentlich nur dafür, um an Yoshi ranzukommen. Und den habe ich ja schon. Mir fehlt halt wieder wie immer der Schlüssel. Warum hier nochmal ein P-Switch ist, ist mir auch ein Rätsel. Oh, warte, die Tür da unten. Nee, ach Quatsch, die Röhre da unten, die führt dann ja doch. Weiß ich schon, wo die hinführt. Brauchen wir gar nicht ausprobieren, machen wir trotzdem. Die führt nämlich dann wieder weiter in diese anderen Räume. Genau, in den hier nämlich. Oh, ohne Yoshi sogar, okay. Und in dem Raum ging es dann halt immer zum Ziel. Auch das wissen wir ja. Auch das wissen wir ja. Wo ist denn dann in diesen Leveln der Secret Exit, bitte? Ach, scheiße. Musste mal mit dem Ding wieder fahren. Aber ich meine, da kam nichts mehr Neues. Zeitverschwendung. Aber wenn ich ihn jetzt nicht finde, ist es ja auch egal. Wir können ja erstmal die Star Road weitermachen. Der ist ja nicht essentiell wichtig, der hier. Wäre halt nur schön, ihn zu haben, aber muss nicht sein. Muss nicht sein. Es gibt ja auch noch einen anderen, den ich definitiv nicht weiß, wo er ist. Und den ich auch nicht wirklich die Motivation habe, ihn zu holen. Hier unten ist auch nichts. Ich könnte höchstens versuchen zu fliegen, aber das ist alles ein bisschen... Alles ein bisschen Quatsch, nee. Das scrollt ja nicht mal. Und hier ist dann nämlich das Ziel. Ja, aber wo soll der Schlüssel herkommen? Das weiß ich halt auch noch nicht.
Der silberne P-Switch hatte bisher noch keine wirkliche Bedeutung in dem einen Raum. Wo war er denn überhaupt? Hier war er. Oh, warte, wie soll ich da hochkommen? Scheiße. Ach, hier wäre das Trampolin ganz gut. Oder Yoshi gleich mit. Komm, wir nehmen Yoshi gleich mit. Hä? Bin ich hier irgendwie... Wieso bin ich jetzt hier? Na, ist ja egal. Hallo? Manchmal nimmt er die Blöcke einfach nicht. Hä, was ist denn jetzt los? Warum? Nimmt er die Blöcke nicht wegen Sprite Limitations? Nimm den scheiß Block! Gibt's ja wohl nicht. Hey, warum nimmt er den Block denn nicht? Den nimmt er doch auch. Und den. Ach so, nee, ich glaube wirklich wegen Sprite Limitations. Wow. Der muss erst weg und dann muss der weg und... okay. So. Oh, warte, vielleicht taucht der Schlüssel einfach nicht auf, wegen Sprite Limitations? Kann das sein? Please no? Ja eben, ich habe ewig viele Dauersprites. Vielleicht taucht der Schlüssel einfach nicht auf, weil er keinen Bock hat. Das wäre natürlich nicht so geil. Ups. Großartig. Oh, wirklich? Großartig. Hm. Aber wo soll jetzt noch was sein? Wo könnte jetzt was sein? Ja, scheiße, schon vorbei. Hier oben wären halt die Manche, aber... Da liegt jetzt ja auch nicht der Schlüssel irgendwie plötzlich mittendrin. Na. Hüps, so. Stimmt, das ist auch ein Dauersprite, ja. Ja. Aber der Punkt ist halt, es war ja bisher wirklich in jedem von den Räumen so. Also dieses Level hat ja mehrere Räume, die alle zu diesem Normal Exit wieder führen. Und in einem von den Räumen wird halt der Secret Exit funktionieren und in den anderen fehlt immer irgendwas. Ich weiß halt nicht, wie es hier ist. Das ist es halt. Ich meine, warum sollte ich jetzt hier... Ach, jetzt bin ich eh nicht mehr groß. Ach, keine Ahnung. Machen wir die Star Road weiter. Weil wo soll das auch groß hinführen, außer darüber? Das ist überhaupt kein wichtiger Exit. Lassen wir den Exit sein. Und jetzt ist hier der Weg komplett offen. Nein, da fehlt noch eins. Okay.
Eins fehlt noch. Ach so, hier unten komme ich jetzt zum großen Schloss. Natürlich. Hier komme ich jetzt zum großen Schloss. Hier sind jetzt alle Wege offen. Jetzt kann ich das hier machen. So. Will nicht wissen, wie lang dieses Level ist. Das ist bestimmt sehr lang. Im Moment ist es das finale Schloss. Also nach dem, vor dem Fragezeichenturm, aber theoretisch ist es das finale Schloss. Das ist auch das, was man erst ewig lang gebraucht hat, um es freizuschalten, weil man ja alle Star-Lord-Level brauchte dafür. Naja, gucken wir mal. Also ich erwarte jetzt zumindest ein langes Level, sagen wir es mal so. Damit ich mich nicht zu sehr aufrege, wenn es dann wirklich lange wird. Ups. Man sieht durch dadurch, dass sie in der Statusbar sind, gar nicht so wirklich welche runterfallen. Aber auch das überleben wir. So. Oh. Tja, ist das jetzt eine Tür im normalen Schloss oder ist das tatsächlich schon die Boss-Tür? Ne, ist eine Tür im normalen Schloss, dachte ich mir schon. Das hätte mich sonst auch etwas gewundert. Wow, hi. Was? Das Gimmick in Mario. Das ist so ungut programmiert. Oh, das... Weil es halt überhaupt nicht funktioniert wie in Donkey Kong. Bitte nur dieses eine Mal. Nicht noch mehr davon. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Ich mag das überhaupt nicht. Ach, das ist so blöd gemacht. Man ist sich halt überhaupt nicht so stolz wie in Donkey Kong. Also so null. So, wow, that blind jump. Okay. Ugh. Also, ich mache was falsch, aber kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich finde es einfach deutlich schwer. Was willst du eigentlich von mir? Ich finde es einfach nur deutlich schwerfälliger als in Donkey Kong. Och, nee. Großartig. Was? Oh, wirklich? Oh, hallo Sonne! Macht doch nix. Ja, guten Morgen, genau. Wow. Ach Mist, nicht nochmal. Ich hab's doch gerade geschafft. Nein. Ach, ist doch nicht schlimm. Wenn du geschlafen hast, warst du offensichtlich müde. Dann wäre auch kein Wecker gut gewesen. Oh nein, Sonne ist da. Wir müssen aufpassen, was wir tun. Wups. Ach Mann. Ich hatt's doch gerade schon. So ein blöder Quark. Danke. Nein! Ja, gut, das war vielleicht eine seltsame Zeit zum Schlafen, das stimmt. Da stimme ich dir zu.
Oh, leck mich doch. Jetzt habe ich schon zweimal gehabt und die beide Male verkackt wieder. Ja, großartig. Jetzt aber, Mann! So. Puh. Nee, bald aus, würde ich nicht sagen, aber... Wir haben noch nicht mal mit Isaac angefangen. Das ist ein Ballon. Das Gimmick kennt man aus Donkey Kong. Was zum... Was ist mit dem Muncher hier oben kaputt? Ah, er existiert auf jeden Fall. Mehr will ich gar nicht wissen. Aber theoretisch gibt es ja auch eine Messagebox zu lesen, noch eine andere. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Und ob die mir das jetzt so wirklich bringt, die Messagebox hier. Denn ich glaube nicht, dass, außer dass da was Nützliches stehen könnte, dass sie irgendeinen Vorteil hat und da hier alles japanisch ist, wird sie wohl nicht nützlich sein. Ja. Hervorragend. Och, nee. Na dann heute mal schön lang. Ich bin jetzt wach. Ja, mal gucken. Was? Welche Tür denn jetzt? Ach so. Hä? Ich komm doch da gar nicht... Oh nein. Na großartig. Das geht aber auch nicht von alleine hoch. Sobald ich runterspringe, haut der... Na doch, geht er. Okay. Ah. Okay, wir nehmen die zweite Tür. Fuck. Okay. Okay. Oh Gott, auch noch die Dinger. Lasst mich alle in Ruhe. Also ich denke, wir spielen VIP auf jeden Fall noch durch. Und wenn VIP durch ist, so lange kann es jetzt auch nicht mehr sein. Wenn VIP durch ist, dann machen wir halt noch ein bisschen Isaac. Wahrscheinlich zweimal den die Challenge versuchen und dann ist auch gut. So ist jetzt gerade mein gedanklicher Plan zumindest. Ob das jetzt dann genau so auch läuft, keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Oh, geh bitte sterben. Danke. Mist. Danke. Nicht neu rausschießen. Nicht neu rausschießen. Oh. Einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Augen zu und durch. Nein, das ist der nächste. Nö. Nee. Okay, welche Tür, welche Tür? Wipp durch, wie durch bist du denn? Ja, ich gehe halt davon aus. Das kommt doch nicht mehr so. Es kann ja sein, dass das da noch viel kommt, Dani. Dann bin ich noch nicht durch, aber so wie es gerade aussieht, kommt nicht mehr viel, oder? Was ist das denn jetzt? Holy shit. Nein, ich muss den behalten. Ah, fuck. Nein, da muss ich warten. Okay. Nein, da muss ich warten. Okay. Wop.
Das ging auch ohne R. Auf den Dingern kann ich doch gar nicht spinjumpen. Na super. Nein. Immer die rechte, ja, nee. Oh Gott. Ich hoffe, drei reichen. Ups, zwei meine ich. Ups. Ich wollte sagen, ich hoffe, ich brauche keine drei und dann... Nee. Ist halt verwurstelt, wie immer. Okay, jetzt kommen die noch. Wow! Okay. Ich krieg eine Feder und lande im Wasserlevel. Das, seems that shit. Was? Ich kann den nicht kaputt machen? Was ist das denn hier? Es gibt keine... Das sind Eevees, oder? Das sind Eevees, wow. Es gibt keine Gerechtigkeit. Ich krieg... Ich krieg eine Feder und dann lande ich in einem Wasserlevel. Bei Fischen, die ich nicht kaputt drehen kann. Mirch. There's no justice in this world. Oh Gott. Ich würde sie aber gern behalten, ehrlich gesagt. Nein. Das dauert doch noch zu lang. Was? Ich weiß doch nicht, wie lange das dauert. Ich habe doch keine Ahnung. Aber es kommt mir halt nicht so vor, wie wenn da noch viel ist, was uns fehlt. Ach. Ich meine, die paar Secret Exits, die da jetzt fehlen, von denen ich nicht weiß, wo sie sind, die... weiß ich nicht. Die können wir auch skippen. Aber ich denke mal, wenn ich hier dieses Schloss jetzt gemacht habe, dann komme ich doch zu dem großen Fragezeichen-Schloss. Und von da aus wüsste ich nicht, wohin es noch gehen soll. Außer es tut sich dann noch eine ganze Special World auf. Dann gibt es noch mehr. Das ist klar. Aber heute nicht mehr dann, also... Das Fragezeichen, die Fragezeichenburg ist das letzte, was ich heute noch machen würde. Oder will ich wirklich ein bisschen Isaac machen? Ups. Wie du immer in die richtige Richtung scrollst. Ja, wie gesagt, Jan, ich möchte nicht, dass du trinkst. So. Was? Nehmen wir mal den ersten. Und die linke Tür. Was? Ach so, die tun weh. Oh nein, nicht sowas. Das, oh, das hat mich doch schon... Das hat mich doch in Way of the Engine aufgeregt. Weil das nicht ordentlich funktioniert. Weil man in der Luft hängen bleibt, wenn man so einen Quatsch macht hier. Ja, das, ach, das ist so blöd zu steuern. Komm, lauf durch. Soweit es geht. Das war nicht weit. Nein. So. Ach, das ist... Das ist so blöd zu steuern. Eieiei. Quietschen die Leute im Treppenhaus vor Freude. Nein. Och, das ist so dumm.
Diese scrollenden Netze sind eine Katastrophe von der Steuerung. So, was, wo, wie, wohin denn jetzt? Aha. Was? Das ist nicht gut. Was? Aha, okay. Ich möchte auch nicht, dass Dani und Flo rauchen. Ja, das will ich auch nicht. Was, Dani raucht? Was? Hallo, na? Was machst du denn hier? Du bist ja etwas überraschend. Aber mit dir komme ich klar. Huch. Oh Gott, nein, kein Magic Cooper, please. Nein, gib mir Feder. Und die Feder darf ich jetzt nicht verlieren. Dann kann ich dich nämlich killen. Na super. So. Nein! Die haben doch gerade gekillt, verdammt. Mann! Danke. So, komm bloß nicht wieder, Magic Cooper. Niemand will dich. Niemand will mich. Oh, da ist er schon wieder. So nicht. Verzieh dich. Verzieh dich. Niemand will mit dir spielen. So, ich nehme schon mal die Schelle in die Hand, wenn er gleich wieder auftaucht. Tschüss. Vergiss es. Ah, Ziel. Kein Boss? Was? Oh. Es gibt noch den oberen Teil vom Schloss, ja? Okay. Ach so, Boss. Was zum... Ich kann nichts. Oh, ich kann was machen. Okay, ich kann so erstmal nichts machen. Vielleicht warten wir erstmal. Rechnen sich jetzt alle Yoshis, weil ich sie immer gekillt habe, oder wie sehe ich das? Nein. Aber er ist sicherlich ein fairerer Boss als Tiberius. What the fuck? Ich springe auf die Zunge nächstes Mal, wenn wir das ausstrecken. Oh. Wow. Roter Yoshi, please. Was zum... Kann der Boden bitte wieder normal, so ein bisschen? Nein! Was? Was? Das ist ein Roboter. Das ist ein...